Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, heute genau eine Woche vor Beginn der Sommerpause beraten wir noch husch husch über einen Antrag der Grünen. Die Grünen haben diesen Antrag erst vor 2 Tagen unserer Fraktion zugänglich gemacht. Zur Begründung hieß es, der Antrag sei zwar schon auf die... Hören Sie mal auf mit dem Geschrei. Zur Begründung hieß es, der Antrag sei zwar schon auf die Tagesordnung des Plenums gesetzt worden, jedoch sei der Antrag noch nicht fertig und müsse erst fertiggestellt werden. Nach der Linkspartei wollen offenbar auch die Grünen... Sagen Sie mal, wollen Sie da nicht eingreifen? Ich stoppe zunächst mal Ihre Redezeit, Herr Mayer, und ich bitte wirklich auch um Ruhe, weil die wechselseitigen Vorwürfe, man habe zu spät die Anträge erhalten, ja immer unterschiedlich benutzt werden in der Rede. So, ich möchte einfach... Herr Mayer, wenn ich sage, Sie dürfen weitersprechen, dürfen Sie weitersprechen. Ich bitte auch um Ruhe und Aufmerksamkeit für den... Ich bitte auch um Ruhe und Aufmerksamkeit für den Redner. Sie benehmen sich hier wie die Kindersoldaten von der Antifa, das muss ich mal ehrlich sagen. Ich will hier einfach nur reden. Na, und das zeigt Ihr Demokratieverständnis in aller Deutlichkeit. Sie wollen uns gar nicht zu Wort kommen lassen, weil Sie Angst vor uns haben. Und Sie haben berechtigte Angst. So, und ich möchte jetzt mit meiner Rede fortfahren und möchte von Ihnen hier nicht niedergebrüllt werden. Das macht keiner von uns, so wie Sie sich hier verhalten. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch einmal, ich bitte wirklich noch einmal um Ruhe und Aufmerksamkeit für den Redner, auch wenn es Ihnen schwerfällt. Aber das ist bisher die Usance im Haus. Und es gibt einige, die haben vielleicht einen Kater, das rechtfertigt aber trotzdem nicht zu knurren. So, jetzt haben wir das, glaube ich, geklärt. Jetzt will ich hier fortfahren. Wir wollen ja irgendwann auch nach Hause. Also, ich bin nicht der Meinung, dass es für die Ernsthaftigkeit dieses Antrags spricht, wenn Sie von den Grünen kurz vor Beginn der Sommerpause noch schnell etwas zusammenschustern müssen, das Sie schon vorher auf die Tagesordnung des Bundestages zur Beratung gesetzt haben. Das ist für meine Begriffe nicht seriös. Insgesamt fordern die Grünen die Bundesregierung zu 34 Maßnahmen auf, die mitunter völlig verschiedene Rechtsgebiete betreffen. Von Gruppenklagemöglichkeiten, einer Änderung der Umlagefähigkeit der Grundsteuer in den Betriebskosten, über eine Anpassung des Wirtschaftsstrafgesetzes bis hin zu einer Umkehr des Beibringungsgrundsatzes bei § 280 BGB. Haben Sie alles da reingepackt, was Ihnen gerade mal so eingefallen ist? Das erinnert an eine Art Brainstorming. Auffällig ist, dass die Grünen wohl mangels eigener Ideen das, was die Linke unter dem Stichwort echte Mietpreisbremse hier vor kurzem servierte, zum großen Teil übernommen haben und jetzt wohl als eigenen Beitrag verkaufen wollen. So fordern die Grünen wie die Linke die Rügepflicht der Mieter bei unzulässig überhöhter Miete durch eine Auskunftspflicht des Vermieters zu ersetzen, § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzbuchs zu ändern und ein Konditionsrecht zugunsten des Mieters für zu viel gezahlte Miete vor Erhebung der Rüge einzuführen. Alles bekannt, alles war schon mal da. Es zeigt sich wieder mal, wie richtig es ist, die Grünen als Wassermelone zu sehen. Außen grün, innen tiefrot. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der FDP-Fraktion? Nein. Wenn Sie schon von dem Antrag der Linken, der vor 3 Wochen bereits durchgefallen ist, abkupfern, dann liefern Sie doch wenigstens die gleiche Qualität ab. Legen Sie wenigstens für eine Ihrer 34 Forderungen einen eigenen Gesetzentwurf vor. Das, was wir hier vorgelegt bekommen haben, ist nichts weiter als das qualitativ minderwertige Produkt von Leuten, die man bestenfalls der akademischen Unterschicht zurechnen kann. Und damit wollen Sie von den Grünen, Sie, die an den hohen Mietkosten erhebliche Mitschuld tragen, allen Ernstes soziale Kompetenz beweisen. Die Grünen erkennen offenbar nicht den Zusammenhang zwischen dem, was sie unter Unterstützung für den Klimaschutz verstehen, und der Steigerung von Mietkosten aufgrund energetischer Sanierung. Sie sehen nicht, dass ihre kunterbunten Vorstellungen gerade zu den Ursachen für Mietpreissteigerungen gehören. Haben Sie sich einmal gefragt, wie viele betroffene Mieter überhaupt kein Interesse an energetischen Sanierungen haben? Diese führt nämlich zu Mietsteigerungen. Das ist auch egal, ob das dann 11 oder 6% pro Jahr beträgt. In vielen Teilen baut der Antrag auf die bereits bestehende Mietpreisbremse auf. Und das, obwohl die Grünen selber einräumen, dass die Mietpreisbremse gescheitert ist. Das Kernproblem der Mietpreisbremse ist es, dass private Investitionen in den Wohnungsbau weniger rentabel werden. Die Mietpreisbremse bremst den dringend notwendigen Neubau von Wohnungen durch private Investoren.
Ein totes Pferd kann man nicht mehr reiten, auch nicht, wenn man ihm einen neuen Sattel aufsetzt. Deshalb sind Maßnahmen, die die negativen Folgen der Mietpreisbremse sogar noch verschärfen, konsequent abzulehnen. Durch die Mogelpackung Mietpreisbremse wird kein einziges Problem gelöst. Den größten Nachteil durch gestiegene Mieten in Ballungsgebieten treffen diejenigen, die für die Zukunft unseres Landes vom höchsten Wert sind. Und das sind die deutschen Familien. Vornehmlich in den deutschen Familien wachsen die Leistungsträger von morgen auf. Es ist ein unhaltbarer Zustand, wenn junge Leute in Deutschland eine Familie gründen wollen, jedoch keinen bezahlbaren Lebensraum zur eigenen Entfaltung finden. Lebensraum! Wenn es Ihnen ernst gewesen wäre damit, junge Familien zu entlasten, dann hätten die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern das Vorhaben meiner Kollegen dort in der Landtagsfraktion unterstützt, jungen Eltern ein Familiendarlehen zu gewähren. Ein Familiendarlehen, das verwendungsunabhängig gestellt wird und das man pro Kind gemindert zurückzahlen muss. Dieses Familiendarlehen wäre bei dem dritten Kind vollständig erlassen worden. Es ist schade, dass das nicht gekommen ist und dass Sie dagegen sind. Wir müssen dafür sorgen, dass generell mehr gebaut wird. Die Einführung eines Baukindergeldes weist in die richtige Richtung, sollte aber nicht mit den Restriktionen versehen werden, wie das jetzt geplant ist. Auch Wohnungen über 120 Quadratmeter sollten als förderungswürdig angesehen werden. Es müssen neue Baugebiete erschlossen werden. Das ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. Die Städte und Landratsämter brauchen einen größeren Personalpuffer, damit Baugenehmigungen und Baunutzungsänderungen schneller erteilt werden können. Wir müssen auch bürokratische Vorgaben wie die Vorschrift zur Wärmedämmung verringern. Die notwendig gewordene gesetzliche Neuregelung der Grundsteuer ist eine gute Gelegenheit, eine Regelung aufzustellen, nach der zum Beispiel die Anzahl der Hausbewohner in einer Immobilie Einfluss auf die Substanzsteuer hat. Zu guter Letzt noch ein Punkt. Der Trend, der viele Menschen in die weshalb viele Menschen in die Großstädte ziehen, sorgt dafür, dass ganze Landstriche im ländlichen Raum veröden. Jeder, der vom Land in die Stadt zieht, fehlt in seinem Dorf. Wir wollen aber, dass der ländliche Raum lebt, dass es auf den Dörfern eine ausreichende Infrastruktur gibt und dass zum Beispiel auch die freiwilligen Feuerwehren überall genügend Mitglieder haben. Ergebnis der zunehmenden Urbanisierung ist aber auch, dass es zahlreiche Grundstücke in dünn besiedelten Gegenden gibt, die ausgesprochen billig sind und trotzdem über Monate und Jahre auf einen Käufer warten. Wir sollten uns deshalb Gedanken darüber machen, wie wir junge Familien überzeugen können, auf das Land zu ziehen, wo Wohnraum noch billiger ist. Funktionieren kann das nur, wenn wir die Kommunen mit deutlich mehr Geld ausstatten. Dadurch könnte die Infrastruktur verbessert werden. Insbesondere muss der öffentliche Nahverkehr im ländlichen Raum verbessert werden. Vielleicht noch ein Tipp für junge deutsche Familien von mir als Dresdner. Wenn ihr es nicht mehr aushalten könnt in den westdeutschen Großstädten, wenn ihr bezahlbaren Wohnraum dort sucht, aber nicht findet, wenn ihr wollt, dass eure Kinder zu guten Schulen gehen, wenn ihr in Sicherheit leben wollt, dann müsst ihr zu uns nach Sachsen kommen. Denn bei uns ist die Welt noch einigermaßen in Ordnung und die AfD Sachsen wird dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Vielen Dank. Wenn die sowas sagen, ist es keine Werbung für Sachsen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Mayer. Bevor ich das Wort erteile, erlauben Sie mir bitte eine Bemerkung. Niemand in diesem Saal kann sich darüber beschweren, wenn durch massenhafte Zurufe der Redner das Gefühl hat, er werde niedergebrüllt, wenn man selbst so etwas gestaltet. Das sage ich in Richtung der beiden Fraktionen oder der drei Fraktionen auf der linken Seite. Ich mache das genauso bei der AfD-Fraktion. Wenn Sie massenhaft dazwischen rufen, bitte ich auch darum, die Ordnung zu beachten. Das gilt hin und her oder es gilt gar nicht, weil Recht hat nicht eine Farbe, sondern ist in gleicher Weise anzuwenden. Und ich bitte wirklich auch darum, das zu beachten, denn das Bild, was wir dann abgeben, ist kein gutes. Als nächster Redner hat für die SPD-Fraktion der Kollege Michael Groß das Wort.